nachdem Zelensky die Wahl mit dem Versprechen, Minsk zu implementieren, gewonnen hatte. Und das führte zu den finalen Gesprächen über die Implementierung von Minsk, die von Frankreich und Deutschland vermittelt wurden. In diesen Gesprächen im Februar weigerte Zelenskys Regierung, sich urplötzlich auch nur mit den Abgesandten der Rebellen zu sprechen, was jede Übereinkunft unmöglich machte. Und in der Zwischenzeit hatte es Entwicklungen wie die folgende gegeben, was jüngst vom Wall Street Journal publiziert wurde. Der deutsche Kanzler Olaf Scholz soll Zelensky am 19. Februar geraten haben, dass die Ukraine auf ihre NATO-Ambitionen verzichten und Neutralität erklären sollte, als Teil eines weitergefassten Sicherheitskonzepts zwischen Russland und dem Westen. Und dieses von Scholz vorgeschlagene Abkommen würde von Biden und Putin mit unterschrieben, aber Zelensky wollte das nicht und lehnte es rundheraus ab. Aber meine Frage ist, nachdem es ziemlich klar ist, dass Zelensky und die Ukraine die Diplomatie sabotiert haben, was ist mit Russland? Hat Russland alle diplomatischen Mittel eingesetzt, um einen Krieg zu vermeiden? Zum Beispiel, warum geht es nicht zur UN und beantragt einen Blauhelm-Einsatz für den Donbass? Und zweitens, wenn das Ziel ist, die Bevölkerung des Donbass zu schützen, warum invadiert man dann nicht nur im Donbass, sondern auch weit davon entfernt? Nun, ich glaube, die Russen haben ihr Vertrauen in den Westen komplett verloren. Ich glaube, das ist der Hauptgrund. Sie vertrauen dem Westen nicht mehr und deswegen, glaube ich, setzen sie auf einen vollständigen militärischen Sieg, um eine bessere Verhandlungsposition zu erreichen. Ich glaube, dass Zelensky, ich bin nicht sicher, dass er dem Frieden so abgeneigt ist. Ich glaube, er kann es sich nicht leisten, Frieden zu schließen. Ich glaube, dass er von Anfang an gefangen war zwischen, Sie erinnern sich, er wurde gewählt für die Idee, im Donbass Frieden zu stiften. Das war sein Ziel, das war seine Agenda als Präsident. Hashtag Europa blockiert den Frieden. Aber ich glaube, der Westen, besonders die Amerikaner und die Briten, wollten nicht, dass es zu diesem Frieden kommt. Und natürlich die Deutschen und die Franzosen, die Garantiemächte für die ukrainische Seite der Minsker Vereinbarung sind, haben das, ihre Funktion, nie implementiert. Sie haben schlicht und einfach ihren Job nicht gemacht. Das gilt besonders für Frankreich, das gleichzeitig im UN-Sicherheitsrat sitzt. Denn, zur Erinnerung, die Minsker Vereinbarung war auch Gegenstand einer Resolution des Sicherheitsrates. Also haben sie nicht nur die in Minsk geleisteten Unterschriften der Parteien, sondern auch jene der Mitglieder des Sicherheitsrates, die für die Implementierung verantwortlich waren, und keiner wollte, dass diese Vereinbarung umgesetzt wird. Das scheint zu bedeuten, dass Zelensky unter großem Druck stand, so dass er nicht einmal mit den Repräsentanten der beiden abtrünnigen Republiken sprechen wollte. Damit haben wir übrigens ein Beispiel gesehen, mehrere Hinweise, dass Zelensky nicht die volle Kontrolle über das hatte und hat, was in der Ukraine geschieht. Ich glaube, die, sagen wir, rechtsextremen Nationalisten, es ist schwierig, das richtige Wort zu finden, es ist eine Mischung von allem, aber eindeutig diese Kräfte haben ihn bisher gehindert, irgendetwas zu tun. Und wir sehen auch, dass er in der Frage des Friedens heftig schwankt. Sobald er anfing, Sie erinnern sich an das Ende vom Februar, als er seine Bereitschaft zu Verhandlungen bekundete, die damals in Belarus stattfinden sollten, Stunden nachdem er das entschieden hatte, kam die EU mit einer Entscheidung, der Ukraine für eine 500 Milliarden Waffen zu liefern. Offenbar unternahmen die Amerikaner, aber wahrscheinlich der ganze Westen, jede mögliche Anstrengung, eine politische Lösung des Konfliktes zu verhindern, und ich glaube, die Russen verstehen das genau. In Georgien, der Ukraine, Syrien, Libyen, Afrika und im Kaukasus stellt Putin die Rückkehr Russlands ins Weltgeschehen unter Beweis. Niemand kann die nächste Lücke vorhersagen, in die der Bär seine Tatze hineinstecken wird. Auf die Frage eines Journalisten antwortet Putin: Es wird kein Zurück mehr geben. Niemand wird Russland mehr übergehen können. По сравнению с вами, да, так и есть. Мы белые и пушистые. Мы услышали ваше заверение о том, что НАТО не будет развиваться на восток. Но вы не выполнили своих обещаний. Но вы же умные люди. Почему вы считаете, что мы придурки? Почему вы считаете, что мы не можем таких элементарных вещей анализировать и смотреть на них? Die Hybris, die Eitelkeit und die Verächtlichkeit des Westens haben Russland in seinem Narzissmus hart getroffen. Ein weiterer kalter Krieg kann dadurch entfacht werden. In Georgien, der Ukraine, Syrien, Libyen, Afrika und im Kaukasus stellt Putin die Rückkehr Russlands ins Weltgeschehen unter Beweis. Niemand kann die nächste Lücke vorhersagen, in die der Bär seine Tatze hineinstecken wird. Auf die Frage eines Journalisten antwortet Putin: Es wird kein Zurück mehr geben. Niemand wird Russland mehr übergehen können. По сравнению с вами, да, так и есть. Мы белые и пушистые. Мы услышали ваше заверение о том, что НАТО не будет развиваться на восток. Но вы не выполнили своих обещаний. Но вы же умные люди. Почему вы считаете, что мы придурки? Почему вы считаете, что мы не можем таких элементарных вещей анализировать и смотреть на них?
Die Hybris, die Eitelkeit und die Verächtlichkeit des Westens haben Russland in seinem Narzissmus hart getroffen. Ein weiterer kalter Krieg kann dadurch entfacht werden. Am Anfang stand ein Versprechen. Im Gegenzug zur deutschen Einheit soll die NATO nicht weiter nach Osten vorrücken. Eine klare Zusage des damaligen Bundesaußenministers Hans-Dietrich Genscher vor der Wiedervereinigung. Wir waren uns einig, dass nicht die Absicht besteht, das NATO-Verteidigungsgebiet auszudehnen nach Osten. Das gilt übrigens nicht nur in Bezug auf die DDR, die wir da nicht einverleiben wollen, sondern das gilt ganz generell. Doch der Westen bricht sein Versprechen. Als erste Länder kommen 1999 Polen, Tschechien und Ungarn aus der ehemals sowjetischen Einflusssphäre in die NATO. 2004 sind die nächsten an der Reihe. US-Präsident George W. Bush heißt gleich 7 Länder des früheren Ostblocks in der NATO willkommen. Today we proudly welcome Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Romania, Slovakia and Slovenia. Auch die Ukraine und Georgien wären wohl längst in der NATO, wenn Bush sich durchgesetzt hätte. Das gebrochene Versprechen von 1990 hat der Mann in Moskau nie vergessen. Bis heute nicht. Nie haben wir ein Entgegenkommen des Westens gespürt. Im Gegenteil, wir sind betrogen worden. Die NATO untersagt. Am Anfang stand ein Versprechen. Im Gegenzug zur deutschen Einheit soll die NATO nicht weiter nach Osten. Stürzt die Regierung mit Scharfschützen. Verwische die Spuren, bringen einen Mann rein, der die Ukraine in die NATO reinführt. Und dann wird dieser Mann mich einladen, dass ich Truppen bringe. Dann bringe ich meine Truppen, so weit sind wir schon, das wäre sozusagen der abgehandelte Teil vom Plot. Und später werde ich alle NATO-Staaten zwingen, in diesen Krieg mitzumischen, indem ich einen Zwischenfall fabriziere, wo es einfach unmöglich ist, dass man noch sagt, jetzt gehen wir nicht hin und schießen. Und da haben wir Russen und Deutsche, die sich verschießen. Und dann haben sie Eurasien geschwächt. Ist ein ziemlich teuflischer Plan. Aber glauben Sie nicht, dass er völlig unmöglich ist. Also ich rate einfach zur Achtsamkeit. The terrorists are traitors to their own faith, trying in effect to hijack Islam itself. The enemy of America is not our main Muslim friends, it is not our main Arab friends. Our enemy is a rival network of terrorists, and every government that supports them. Our war on terror begins at Al-Qaeda, but it does not end there. It will not end until every terrorist group of global reach has been found, stopped, and defeated. Americans are asking why they hate us. They hate what they see right here in the chamber, a democratically elected government. Their leaders are self-appointed. They hate our freedoms, our freedom of religion, our freedom of speech. Our freedom to vote and assemble and disagree with each other. They want to overthrow existing governments in many Muslim countries, such as Egypt, Saudi Arabia, and Jordan. They want to drive Israel out of the Middle East. They want to drive Christians and Jews out of vast regions of Asia and Africa. These terrorists kill not merely end lives, but to disrupt and end a way of life. With every atrocity, they hope that America grows fearful, retreating from the world, and forsaking our friends. They stand against us, because we stand in their way. We're not deceived by their pretenses of piety. We have seen their kind before. They're the heirs of all murderous ideologies of the 20th century. By sacrificing human life to serve their radical visions, by abandoning every value except the will to power, they follow in the path of fascism, Nazism, and totalitarianism. And they will follow that path all the way where it ends, in history's unmarked grave of discarded lies. Americans are asking, how we fight and win this war? We will direct every resource at our command, every means of diplomacy, every tool of intelligence, every instrument of law enforcement, every financial influence, and every necessary weapon of war, to the disruption and to the defeat of the global terror network. Now this war will not be like the war against Iraq a decade ago, with a decisive liberation of territory and a swift conclusion. It will not look like the air war of Kosovo 2 years ago, where no ground troops were used, and not a single American was lost in combat. Our response involves far more than instant retaliation and isolated strikes. Americans should not expect one battle, but a lengthy campaign, unlike any other we have ever seen. It may include dramatic strikes, visible on TV, and covert operations, secret in success. We will starve terrorists of funding, turn them one against another, drive them from place to place, until there is no refuge from the West. And we will pursue nations that provide aid or safe haven to terrorism. Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists. Intelligence has put Russia on the list of states able to threaten American interests with military force, espionage, cyber operations, and in other ways. A report by National Intelligence puts Russia and China in the same category as Iran and North Korea. It says that although Russia is a partner in securing fissile material and combating nuclear terrorism, it may continue to seek avenues for reasserting power in ways that complicate U.S. interests. The document will drive the priorities for 16 intelligence agencies over the next 4 years. And now I'm joined live by Alexander Pikayev, a leading expert for the Russia-based Institute of World Economy and International Relations. Hello to you, Alexander. Thanks for joining us. Now, first of all, how do you estimate the fact Russia will be regarded as a possible threat to the United States during the whole of Barack Obama's presidential term?
Well, first of all, Russia was not called a threat and Russia was not called a challenge. It was only said that some Russian policies could complicate American interests. And actually, although Russia was mentioned in the same category like Iran, North Korea and China, China was called as a global challenge, but Russia could only complicate American interests. So the language was a bit different. However, it is quite disappointing that the Obama administration, despite all this rhetoric to reset the U.S.-Russian interest, mentioned Russia in a category of those four only countries which could potentially create challenges or complications for American interests. Now, where does Washington actually see a possible conflict of interest with Moscow? Can you give us any examples of that? Well, so far, the Obama administration reviewing its foreign policy towards Russia. However, as far as I understand, the United States traditionally pursued a policy of preventing reintegration in the post-Soviet space. It's one of the major national priorities of the Russian Federation. So that here, the sides have been at odds and they continue being at odds. The Russians don't like American attempts to dominate in the world stage. And of course, the Russians doesn't like Americans to expand into post-Soviet space, into what they perceive as a Russian backyard. And here, indeed, the countries would continue to disagree. There should be no any illusions about that. Now, Alexander, let's now try to grasp the logic of Washington. So we know in the previous report released in October 2005, no concrete states were named as possible threats with fighting terrorism, announced a major goal. Now, what are the reasons behind the change of strategy now? Well, this is difficult to understand why the Bush administration, which was universally accused in unilateralism, issued much more balanced and politically correct intelligence report than this first report of the Obama administration, because in a time when Obama administration claims its desire to go into multilateralism and pragmatism. And I believe it's not very pragmatic when you need cooperation from China in order to stabilize world economy, when you want support from Russia to stabilize Afghanistan or to have nuclear non-proliferation and disarmament. At the same time, you put them into the same category like North Korea and Iran. This is difficult to understand, and I believe this is a mistake of Obama administration, and it would considerably complicate the U.S.-Russian cooperation. Well, thank you very much for your analysis. That was Alexander Pikaev, a leading expert for the Russia-based Institute of World Economy and International Relations. Thanks very much for your opinion, Mr. Pikaev. To terrorism. Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists. Oh, oh, nah. Wir kiffen.